Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Und auch in dieser Let's Play-Reihe ist das letzte Mal dann doch noch eine Weile her. Und ja, so zum Wiedereinstieg. Wie gesagt, ich habe jedes einzige Spiel, das ich gerade im Moment Let's Play, ewig lang nicht mehr gespielt. Weil ich gerade selber ein bisschen im Stress war und viel zu tun hatte, auch mit Schule und alles andere. Und ja, aus diesem Grund wundert euch nicht, wenn ich jetzt wieder mal ein paar Fehler mache oder mich dann doch ein bisschen dümmer anstelle, als ich eigentlich doch bin. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen und so und dauert garantiert eine Weile. Ja. Dauert das Laden wieder so ewig lang. Mensch. Guten Morgen, Männer. Frauen sind ja nach wie vor keine anwesend. Aber wir Witz. machen schon das Beste daraus. Also ein Witz gemacht. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So. Ja, die Steuerung ist schon ein bisschen ungewohnt, vor allem weil meine Maus so mega schnell und präzise ist. So, jetzt gucken wir uns erstmal unser Auto an für heute. Moin. Das ist 1, das ist 2, mit denen hat man nichts zu tun. Und das ist 3, mit dem auch nicht. Aber hier, dieses fette Teil, das ist 4. Gut, dann machen wir mal das Tor auf. Steigen ein. F6 ist die Außenkamera. F7 ist diese frei bewegliche, ja, die brauche ich, genau. So. Putzen kann man das denn noch nicht wirklich, ist ja nicht schmutzig. Aber können wir mal ausprobieren, alles andere. Also hier, Licht geht, ja. Blinker links. Auch Blinker rechts, genau. Warnblinker, genau. Blaulicht, genau. Sirene, genau. Und diese Nebenleuchten gehen auch alle. So. Gut. Dann gibt es ja hier noch diese Schiebefächer da. Besen, Sand, Hütchen. Und da nix, okay. Gut, dann hier hinten hat diese Lüfter, diese fetten Dinger hier und Gasmasken. Und hier drin hat's ein Schlauch. Nochmal ein Schlauch. Okay. Dann wären wir soweit bereit. Müssen wir eigentlich nur warten, bis irgendwas kommt. Okay, also irgendwie sind wir gerade ein bisschen so blöd. Wir haben 12:20 Uhr, ja? 12:20 Uhr. Wasser ist voll, Sprit ist voll. Dann fahren wir das Ding jetzt hier wieder rückwärts rein, ganz schön. Jetzt kommt ein Einsatz, das wäre doch mega geil.
So, Tor lasse ich aber offen. Scheiße, das ist Tor. So, dann gehe ich mal ins Fitness, obwohl nicht, gehe mal das Essen. Ich habe gewusst, dass ich die Küche nicht mehr finde. Hi. Servus. Jetzt habe ich sie gefunden. Hallo. Tag. Mahlzeit. Mahlzeit. So. Und ein Kaffee hinterher. Schon lecker. Kriegst du auch einen Kaffee? Habe ich doch gerade gemacht. Kriegst du auch einen Kaffee? Das habe ich gerade gesagt. Einsatzbefehl für Ach, Florian Scheiße. 4. Von der Gepäckausgabe C im Passagierterminal wurde ein Alarm gemeldet. Eine der Brandmeldeansagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 4 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Falscher Knopf, das war N. So. Machen wir uns mal auf den Weg zum Einsatzort. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel schon ewig lang nicht mehr gespielt allgemein und irgendwie die ganze Steuerung auch noch alles, das ist alles so ungewohnt, ach man. Ah, okay, da muss ich hin. Schön, dass ich das einmal mitgesagt habe. Ups. Das war knapp. Okay, das ist... Gott, was ist das? Florian 4 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja, das ist aber der Witz, oder? Der größte Kubo ist in der Tür, bitte. Ah, hier hat die Tür, das ist perfekt. Mit so weit laufen. So. Ja. Gut. Das war jetzt selber Schluss. Soll ich den Schlauch mit? Jetzt. Laufe ich natürlich in Richtung dem blinkenden Punkt. Jetzt bin ich bei dem blinkenden Punkt. Aber irgendwie... Ja, mit einem Porsche natürlich. Hier irgendwo. Ach komm schon. Piss dich mal. Alter. Okay, jetzt ist okay. Falscher Alarm, der ist nicht. Sag mal. Am besten will, ich sehe kein Feuer. Tut mir ehrlich leid.
Also ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verarscht, aber nur ein bisschen. Weil irgendwie, ich bin hier bei dem blinkenden Dreck, aber hier ist kein Punkt, also hier ist kein Feuer. Das ist gar nicht die Anlage, die piept. Ja, wenn andere Anlage piept hier, ist ja so komisch, ne? Hier müssen es doch irgendwo sein, oder? Ja, nö. Also ich bin verwirrt bis aufs Tiefste, ohne Mist. Steht hier irgendwo? Ne, steht nicht. Natürlich nicht. Nein, der Dreck blinkt natürlich auch nicht. Ach, ach. Das Problem ist, ich habe gerade auch mega Low Frame, warum auch immer. Na gut, aber da oben könnte es gar nicht sein. Das ist unmöglich. Das muss hier sein. Ja, hier blinkt es auch die ganze Zeit grün, aber wo ist denn der Scheiß? Ändert sich überhaupt hier was, wenn ich auch noch bei? Hey, das ist jetzt nämlich normal, ich kann den Dreck ja nicht mehr ausmachen. Hier steht doch, überprüfe, ob ein Feuer ausgebrochen ist oder nicht. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, muss es gelöscht werden. Wenn nicht, kann sie die Brandmeldeanlage am Schalter wieder ausschalten. Aber wo ist denn der scheiß Schalter? Leute, mobbt mich nicht. Macht mir keinen Spaß mehr. Ich gehe jetzt mal nochmal raus. Weil vielleicht kann ich den Scheiß dann doch nur ohne Schlaufen machen. Ich weiß es selber nicht.
Keim lassen drin, was ich dann mache. Aber brennt tut's offensichtlich nirgends, weil sonst würden die Leute dumm rumrennen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Normalerweise wäre ich schon längst Feierabend. Das heißt, er muss mich wieder zwangs nach Hause schicken, aber ich finde es eigentlich auch gerade egal. Ich möchte nur gucken, welche scheiß Bandmeldeanlage jetzt piepst. Nicht einfach aus Verrecken entfinden. Die ist auch nicht. Die piept ja auch nicht. Mein Gott. Ach so. Ich hätte besser lesen sollen. Ja, hier müsste es irgendwo sein. Es sieht so aus, als würde irgendwas brennen. Durch diesen Scheiß gefunden. Melde BMA-Alarm ab. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Jo. Geht doch. Und weil ich jetzt eh so spät dran bin, dass letzter Aufruf für die Passagiere des Fluges AW583 angeht B. Ja, es ist Feierabend. Jetzt würde ich heimgeschickt. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit 4 Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Ja, ist gut. So. Das war nach längerer Pause endlich mal wieder ein erfolgreicher Schichttag der Flughafenfeuerwehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.